Und hüpf. Und reden. Ah ja. Ah ja, viel besser. Jetzt kann ich dich über die große Gefahr, vor der großen Gefahr warnen. Warte, wofür war dieses, dieses sehr wichtige Paket überhaupt? Natürlich wegen dem farbigen Text. Wie kann ich dir sonst beschreiben, dass etwas sehr wichtig ist? Ohne den Nutzen von Farben. Ja. Das stellen wir mal nicht in Frage. Mach einfach weiter. Da gibt's eine gefährliche Kreatur, die lebt im Osten der Stadt. Es hat viele unserer Dorfbewohner getötet. Was natürlich erklärt, warum es hier nur noch so wenige Dorfbewohner gibt. Ich weiß nicht, wie du die Klippen im Osten hochkommen willst, kannst. Du musst selber einen Weg finden. Nimm dieses Schwert. Damit kannst du die Reben durchschneiden und in die Höhlen gelangen. Vielleicht findest du etwas Geld, ein paar Hinweise dort unten. So, und wir haben das Schwert. Ja, wir müssen jetzt das Biest finden und der Bürgermeister, der scheint wirklich diesen gefarbigen Text zu lieben. Da, da sagt schon wieder, es ist fantastisch und das fantastische Lila. Ist es nicht und ich kann alles tun. Pass auf, Banane, okay, ich gehe es. Hintern? Ich weiß nicht, warum sie dir die Führung überlassen haben. Und gehen wir bloß weg hier. So, jetzt haben wir ein Schwert und jetzt können wir endlich schneiden. Jetzt schneiden wir uns erstmal hier durch. Und sind in der Cave Zone gelandet. Und wir haben das Wall Jump Pack freigeschalten. Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das kostet. Ja, ja. Und wir haben nicht genug Münzen. Also, wenn wir den Wall Jump wollen, dann müssen wir erst ein paar Münzen sammeln. Hier sind schon mal 5. Hier sind auch 5 und überall sind Stacheln. Ja, wie macht man ein Spiel schwieriger? Natürlich, man baut Stacheln ein. Hier ist ein Checkpoint und hier sind noch mehr Stacheln. Auf der anderen Seite sind ein paar Münzen. Aber... Und gerade deswegen braucht man die Checkpoints. Denn wenn man so viel Nullskill hat, wie ich zum Beispiel teilweise habe, stirbt man relativ oft. Also wenn ihr mich oft sterben sehen wollt, guckt ruhig weiter. Gucken wir erstmal noch, was hier oben ist. Okay, hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir andersweitig durch. Und ja, dieser Brücke traue ich nicht. Deswegen springe ich über sie drüber. Checkpoint. Und ja, wir sind auf dieser anderen Seite angekommen und hier ist noch ein geheimes DLC. Way, wir haben das Health Bar Pack freigeschalten. Whatever. Und hier haben wir den Bergarbeiter. Hi, ich bin Groove. Ich war ein großer Minenarbeiter. Okay, das erklärt, warum du hier unten bist. Oh, ich bin kein Bergarbeiter mehr. Ich jetzt fehlen mir die Worte. Ich habe mich nun in Raum und Laser, Raumfahrt und Laser spezialisiert. Hä? Piu piu. Ja, Laserguns piu piu. Genau, machen wir Laserguns, piu piu. Das ist immer das Sinnvollste.
Und noch ein DLC. Wir haben das Parallax Pack freigeschalten. Das heißt wahrscheinlich neue Hintergrundgrafiken. So. Da sind wir jetzt einmal durch diese tolle Höhle durch. Und hier brauchen wir auch den Doppelsprung. Na gut, genug Münzen haben wir jetzt erst einmal, dass wir uns hier ein bisschen ausrüsten können. Mal gucken. Oh ja, den Doppelsprung brauchen wir auf jeden Fall. Die Sinnlos-Packs sind irgendwie... ja, jetzt haben wir einen viel interaktiveren Hintergrund oder so ähnlich. Aber dafür haben wir jetzt das Double Jump Pack. Damit können wir zum Beispiel hier hoch. Endlich mal. So, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Gehen wir mal gucken, was für böse, böse Monster uns fressen wollen. Hier ist nichts. Okay, das war jetzt unnötig, aber jetzt haben wir den Double Jump. Jetzt können wir hier hochspringen. Und sind in der Outskirts-Zone. Dreh um, große Gefahr erwartet dich. Checkpoint. Oh Gott, der Schäfer. Spieler. Schäfer? Ich habe gehört, die Kreaturen haben dich erwischt. Ich dachte, du wärst tot. Oh nein, 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 nein. Gerade das Gegenteil, Junge. Warte. Du steckst hinter all diesen... hinter all dem. Vor einer langen Zeit, vielleicht sogar in einem anderen Spiel, hast du meine Schafe getötet und jetzt wird er sich dafür rächen. Ich hab dich darum gebeten, sie nicht anzugreifen. Ich habe sogar ein Schild aufgestellt, ja. Nun wirst du und jeder andere den Preis dafür zahlen. Stirb durch meine Zombie-Schafe. Naja, durch die Hufe meiner Zombie-Schafe, wie auch immer. Und wenn du diese Schafe tötest, kommen sie wieder. Sie sind Zombies, sie sind großartig. Okay, genug Smalltalk. Zeit zum Sterben. Spieler. Wow. Wow. Okay, wir haben das harmless Pflanzenpack gekriegt und wir haben ein Herz verloren. Ja, das ist das, glaube ich, eine der wenigen Stellen, wo die Herzcontainer Sinn machen. Also, wir haben das harmlose Pflanzenpick gekriegt. Bei Zombieschafen. Worauf ist das eine Anspielung? Plants vs. Zombies. Okay. Und wir haben nicht genug Geld, das Pack zu kaufen. Deswegen müssen wir erst Geld besorgen gehen. Juhu. Also, zum einen können wir erst einmal hier hochgehen. Oder erstmal hier runterfallen, nicht wieder hoch. So. Und fall wieder hier runter. Nein, ich will wieder da hoch. Komm, gib mich da hoch. So. Nein, nicht da rüben. Ich sagte ja, ich habe null Skill. Also holt euch mal einen Kaffee, bis es was Interessantes wieder zu sehen gibt. Kann es ein paar Minuten dauern. Okay, ich habe die Dark Zone erreicht. Was hier wohl für... Ich hab's, kein Problem, der Spieledesigner. Okay, was für schmutzige Dinge hier in der Dark Zone passieren, das wollen wir gar nicht wissen. Dieses Gebiet ist dunkel, weil der Kunstdirektor, also der Art Director, gesagt hat, dass Silhouetten sehr künstlerisch und trendy sind. Und hier steht, warte, wie kannst du diese Schilder überhaupt lesen? Ja, das hier ist die Dark Zone. Und wenn wir hier rausgehen, kommen wir in die Alan Please Add Zone Name.
Und Alan, please add world. Hier gibt es nämlich gar nichts. Hier waren die Entwickler nämlich zu faul, irgendwas hinzumachen. Deswegen haben sie nur einen Platzhalter und ein großes leeres Gebiet hingemacht. Deswegen müssen wir zurück in die Dark Zone und uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Weil hier in der Dark Zone gibt es allerhand Sachen zu finden. Auf jeden Fall ein Haufen Münzen. Wir brauchen nämlich, glaube ich, sogar alle Münzen hier. Und hier habe ich das Death Comedy Pack gefunden. Noch ein neues DLC. Und da unten war, glaube ich, sogar auch noch ein DLC, ein geheimes. Ja, genau da. Das war zu weit runter. Ich sag ja, das kann hier eine Weile dauern. Also geht ruhig mal euch einen Kaffee holen. Und wir haben das... Was? Das kanadische Dialogpaket. Okay. Was das ist, weiß ich gar nicht mehr. Und wir sind wieder in den Avocado-Hügeln, also da, wo wir angefangen haben. Hier ist der eine Typ gestorben. Und hier drüben gibt es noch was. Ja, noch ein DLC. Wir haben den das DLC-NPC-Pack gekriegt. Jo. Haben wir wieder viele lustige DLCs, die wir uns kaufen können, wenn wir das nötige Geld dazu haben. Also wieder ab ins Dorf, hier mal kurz den Speicherpunkt antipsen und auf zum Händler. Also erstmal brauchen wir die harmlosen Pflanzen. Ja, den können wir auch mal nehmen, keine Ahnung, was er genau macht. Ja, ja, okay, das Pack ist für diesen lustigen Komödianten da oben, den wir geerrort haben. Und damit schalten wir einen NPC frei, ja. Also kaufen wir uns beide. Können wir es diesem komischen Komödianten heimzahlen, dass er uns mit so schlechten Witzen, Folge, ja, wir haben sie definitiv heimgezahlt. Untersuchen wir ihn mal. Der Komödiant ist tot. Ich glaube, der Grund des Todes war ein Pfeil ins Knie. Ja, genial, gell? Und eins ins Gesicht. Und mehrere in den Rücken. Ja, das hat es garantiert gebracht. Genau. Und jetzt können wir nochmal... Okay, da ist der neue NPC, mit dem können wir nachher reden. Jetzt können wir nochmal kurz mit den Leuten hier reden. Der sagt uns nichts Neues, okay. Aber vielleicht sagt uns der Bürgermeister was Neues. Oder der Alte da oben. Den Komödianten haben wir getötet. Mit ihm reden wir dann als Letztes. Okay, der sagt nichts Neues. Sagt er hier was Neues? Okay, der sagt auch nichts Neues, der gibt immer noch mit seinen tollen farbigen Texten an. Naja, dann haben wir nur noch ihn hier. Oh, großartig, ja. Here we go. Das sagt ja Mario immer. Boah, was ist dein Problem? Du redest nur wegen mir, weil du dafür Geld bezahlt hast, gell? Hm. Du weißt, ich habe nichts mit dem... mit der Geschichte zu tun. Ich bin optional vergessbar. Hm. Oh, natürlich. Vielleicht habe ich ein kleines Sidequest. Vielleicht habe ich sogar eine Hintergrundstory. Aber was für eine Art von Leben ist das? Hm.